So, wir sollen. Isa. Wo sollten wir jetzt hin? Isa, wo ist Isa? Not. BL4. Hier? Ja, tatsächlich Isa Techplant, aber da komme ich gar nicht so ohne weiteres hin. Hm. Das heißt, wie kam er da jetzt so schnell hin? Wahrscheinlich doppelt sozusagen redeployed. Also manchmal muss man näher dran sein und sozusagen erstmal näher an der Verbindung sein, damit man dann halt dahin kommt, wo man hin möchte. Oh Gott, ich habe schon fast 2 Stunden auf der Uhr hier. Beim Aufnehmen, ich hoffe, die Aufnahme geht am Ende nicht krachen. Falls doch, habe ich zumindest eine schöne Runde. Naja. So. Isa Techplant hier. So, ich werde das auch nicht so groß filtern, denke ich hier. Also, so sorgfältig durchgehen oder so und dann irgendwie Audio Verschönerung betreiben, sondern das wird einfach so gesendet. Weil 2 Stunden bearbeiten ist jetzt halt auch ein bisschen aufwendiger, ne? So. Ja, hier muss man die Generatoren erst außer Kraft setzen, wenn ich mich recht erinnere. Und dann kann man das SCU außer Kraft setzen. Und wenn man das alles getan hat, dann kann man das übernehmen. Aber die Arbeit hat schon jemand gemacht. Wahrscheinlich die anderen von RE4 hier. Und insofern brauchen wir es nur noch quasi halten. So, ich gehe mal zu dem rauen Nacht da oben. So. Was passiert, wenn ich F drücke? Achso. Dann ist das. Da unten liegt einer tot umher. Lohnt sich das, dahin zu gehen? Warte mal, das ist irgendwas Unsichtbares. Charlie Squad have an eye on Terran Galaxies incoming. I have a feeling that someone might want to steal the cap. Just saw an enemy medic. Charlie, let's group up that Alpha Point in Ace Attack. Visual on a TR. They're outmatched. Finish them off. Why are you echoing? Do you have a... I owe you. So, da hinten kommen Team 2 Sunra raus. He's not for me. Enemy in the area. But I'm not in C-Speak either, so... I can heal you. So, sie ist von... oder er? Weiß ich nicht. Ist von A4, also A4 hat auch, ja, weibliche Squad-Leader. Ist nicht unnormal, heutzutage ja eh nicht mehr unnormal, ne, dass Frauen Shooter spielen. So. Gucken, das... Das hier in Ordnung bleibt. Alles in Ordnung. Man muss halt hier echt gucken, dass man seinen Job gut macht. Oder es versucht zumindest, so gut wie möglich zu machen. Hier scheint nichts mehr los zu sein, okay. Generator destroyed. Da scheint ein bisschen was abzugehen. Deckung ist auch nicht unwichtig. Alpha Bravo Delta, not M Station. Das ist ein recht großer Panzer da hinten. So. Der Alarm geht noch ein paar Sekunden. Also ein Alarm ist, wenn man den ganzen Kontinent übernehmen will. Und ja, da haben wir jetzt noch ein paar Sekunden drauf und... Dann sollte es auch Your gewesen dropped, sein. Watch out for the balcony, people. So. Oh Gott. Das habe ich nicht kommen sehen. Da war wohl noch was. Charlie Squad, you're moving to Not M Station 2. Okay. Not M Station war irgendwo hier. Da. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir irgendwo nah rankommen.
Ja, hier wird wahrscheinlich gleich ein Sunra aufgebaut, vermute ich mal. Ich hoffe, dass wir den dann direkt nehmen können, sonst versuchen wir es erstmal hier hinzukommen. Und dann von da aus zu springen. Wir haben gewonnen. Der Alarm ist beendet. Und ja, unsere Gruppe hat sozusagen gewonnen. Und das ist ganz schön. So, Nord-Im-Station machen wir noch mit und dann werden wir uns hier ausloggen. Und ich denke mal, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich das mal wieder versucht habe. Enemy on A, help out, please use beacon, help out. Ja, denn das macht schon gut Spaß. Nord-Im-Station, das ist eine schöne große Station, die können wir uns mal angucken bei der Gelegenheit. Weil die haben auch mit der Landschaft und den Stationen echt tolle Sachen gemacht. We are backed at Nord Communications. So. Okay. Dann wollen wir mal. Hier haben wir eine Menge zu tun, auf jeden Fall. Wir müssten Generatoren sozusagen überladen. Da ist ein Panzer drin. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier zu dem Generator. Und versuche es mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging, tatsächlich. Ich habe es vergessen. Es ging, ging gar nicht. Achso, ja, ich bin Medic oder so. Ich habe keinen Plan mehr. Ich weiß es nicht. Hier ist jemand tot. Oh Gott. Achso, ja, hätte ich beinahe erschossen. We can't cut no, at no time. Charlie, yo, get back and help out. So, kommen wir hier durch? Nein, ich komme hier nicht durch. Wie komme ich denn da rein? Irgendwo gab es einen Hintereingang, aber ich habe es vergessen. Wo der ist. Man kann mit so einem Sunrun da durchfahren. Aber... We need more help for the backup. Charlie is slow as fuck. Charlie and Delta, not communication. Charlie and Delta, not communication. Wir müssen diesen verdammten Hintereingang finden. Bin ich Not Communications? Ja, ich bin richtig. Der Rest nicht, der ist da hinten irgendwo. Okay, ich hatte gerade gedacht, ich bin falsch. Ich laufe orientierungslos umher. Wie komme ich denn da rein? Ich musste doch irgendwas machen, ne? Man musste irgendwie hier die Generatoren überladen. Oder nicht? Use the Sunday, go small stairs. War das nicht so? Bin ich falsch? Not Communications. Oh, verdammt, ich bin falsch. Ich bin falsch. Hier hätte ich sein müssen. Ja, ich bin bei der Nord-Im-Station. Nord is done. 1 minute 20. Das tut mir ja schon wieder leid. Anybody in Charlie wants to take over? Sicher nicht. I'm not sure how long I'll stay. We need a new Charlie squad lead. Control? 5. Yeah, taking it, but I'm not sure how long I'll stay. See you, Charlie. It was a nice evening. Thanks, Jada. Thanks for leaving. So. Ja, die Leute sind hier sehr nett. Das ist eine ganz andere Kultur als bei Battlefield. Charlie Squad, back to the amp station, please. Charlie Squad, back to the amp. So, diesmal machen wir es richtig. Group up in spawn room. Und gehen jetzt hier zur amp station. Oh Gott, nach so langen Spielen, man muss echt vieles wieder lernen. Das Spiel ist nicht ganz wenig komplex tatsächlich, aber... Ich denke mal, wenn wir mal so eine ruhigere Runde machen, dann können wir auch vielleicht mal so ein paar Sachen durchgehen, wenn ich das auch selbst wieder sozusagen lerne. Irgendwie muss man was hacken und so weiter. Das ist alles jetzt nicht hochkompliziert, aber
New Sandero, yes Sandero incoming to not communications. He's ja. Already up in the west. Ach, ich konnte den Generator nicht überladen, weil das Ding davor nicht das Ding davor nicht eingenommen war. Na, das war natürlich der Grund. Jetzt habe ich es verstanden. So. Alright, Charlie, new plan, get back to Notcom. Alpha Bravo, Charlie Delta waypoints are set. We are taking down the Jennies like in good old days. Shield generator critical. Alright, never mind. Then just take forget it. Take the Jennies down. Dem helfen wir mal da. People, go for the Jennies. So, wenn der Generator hochgeht, dann sind die Schilde von der Hauptbasis down. Und dieser Generator ist in einer Minute down. Ja, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, weil die Gegner versuchen jetzt natürlich, die wieder zu aktivieren. Also die Überladungssequenz sozusagen zu deaktivieren. Ja. Und wir versuchen das zu verhindern. Klar, ne? So. So, 34 Sekunden. Charlie Delta ready to rush A. Oh Gott. Okay, Charlie Delta, get ready to rush. Get in position. Alpha Bravo Jenny won't be down for long. Danke. Go, Charlie Delta. A point. Alpha Bravo as well, full platoon. Try to get to the A point, inside the A point building now. We don't have much time. Ah Gott. Hat das Ding da überfahren. Hack terminals, please. So, okay. Die können neu spawnen, wenn sie ein bisschen weiter weg liegen. Aber bei er hier. Ich komme nicht rein. Verdammt. Ja, Schilde sind wieder hoch. Right, but it's important to hack the terminals now. It's important so we can have Sundays inside. Ja. Dann können wir nämlich drin spawnen. So, die Schilde sind wieder oben. Kill anyone that wants to destroy the terminal. Das heißt, wir müssen jetzt versuchen, diese blöden Schilde wieder down zu kriegen. Some mines would help as well, you see. So. So. Biggest threat for our Sunderers is infantry that comes in from the force fields. Be in good flanking positions. Okay, der braucht eine Minute, dann ist er wieder down. Alright, guys, if you're outside, you can redeploy through my Sunderer that's inside. Okay. So if you're outside, press the U button, find my Sunday, get inside. Ah, dann aufgebaut, das ist gut. So, okay. Na, wo ist er denn?
Aktuell kann ich nicht. Okay. Tja. Also aktuell kann ich da nicht hin redeployen, tatsächlich. Warum auch immer. Das heißt, dann sorgen wir dafür, dass die Schilde down sind. So, ich weiß nicht, ob wir hier drauf gehen. So, okay. Ja, reinkommen wir immer noch nicht. Aber so geht's. So. So geht es. Man kann sozusagen, wenn man nah an die Schild geht und da drin steht zum Sunra so ein bisschen raus, dann kommt man da rein. So. Okay. Ah, wir müssen jetzt aber wieder rein. Weil wir wurden von hinten irgendwie erschossen. Charlie, we need a new Sandy inside. We need a new Sandy. The gunner needs to be on, the driver needs to be on in the seat so we can redeploy that. Note that if you are in need to get back to A, you can go over the SCU. Or that. Hostile light assault troopers. Push harder for SCU. Aktuell komme ich noch nicht mal rein. Achso, ist einer von uns. So. People, we are lacking A-point forces. Too many people on the SCU, I told you, only Alpha Squad. Losing A. Ich würde jetzt gern redeployen, aber die Frage ist, ob ich jetzt wieder reinkomme. Ich probier's mal. Cobalt-Ant, focus the Cobalt-Ant ship. Ne. Ich komme nicht rein. Das heißt, wir sollten uns darauf konzentrieren, die Generatoren down zu bekommen, die draußen noch sind. Der ist kaputt, der muss noch. Das SCU ist auch beschädigt, also ja. Da hilft's nichts, können wir nur hier. I'm bringing some Maxes in here. Wir können hier unten durch. Get in grenade range on my signal, we are throwing and then we are going. Grenade spam, now! Stop nades and rush. Focus the Sunday. Make sure that the SCU stays down. Oh. Da wollte ich wieder irgendwen retten, was unsinnig war.
So, ja. Man sollte jetzt nicht sterben, das ist dumm. Okay. Warte mal, da war ein Gegner neben mir, ne? Ne, warte mal, das war einer von mir. Warum hat er mich erschossen? Habe ich jetzt nicht verstanden. Okay, please drop a spawn beacon. So. Oh fuck, they got the SU up again. This is not good. Visual and hostile threat. Oh Gott. Ich habe nichts dagegen. Das wäre eine Mercy ganz praktisch. Ach, verdammt. Ist schon wieder kaputt hier. Na, da hat man den Unsichtbaren gesehen, ne? So, ich sagte ja eigentlich, wir nehmen nur noch das hier ein. Das dauert aber gerade länger. Also, machen wir auch länger. Ein bisschen noch. Ein bisschen noch. Und dann geht's weiter. So. Mal da unten eben helfen. Sehr viele Menschen tot. Oh, einer von uns. Enemy Sunday Orange Smoke. Dem liebe ich gerne wieder, hat einen coolen Namen. So. Wir können jetzt eigentlich mal was anderes machen. Wir nehmen mal Heavy Assault. Und nehmen mal die Jackhammer. Back to Warp Gate, ladies and gentlemen. Back to Warp Gate. Grab new galaxies. We are leaving. Okay. Was a nice try, and with that population, we did really good. Ja. Okay, gut. Ich werde jetzt tatsächlich hier das Squad mal verlassen. Normalerweise würde ich das noch überschreiben und so weiter, aber wir machen das jetzt ein bisschen schneller. Machen wir mal so. Und ja. Wir gehen jetzt erstmal raus aus dem Spiel. Ich denke mal, das war ganz nett. Vielleicht so ein kleiner Ausblick für, ja, einmal Blendezeit. Gehen noch einmal ins Warp Gate. Gucken uns das an. Und ich denke mal, das werden wir auf jeden Fall nochmal machen. Wenn es zwischendurch ein bisschen konfus war, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ich ein bisschen raus bin aus dem Squadplay. Aber ich denke mal, da kommt man wieder rein. Auf Dauer. Und dann hat man wieder eine Menge Spaß. Übrigens zeige ich nochmal kurz die Jackhammer. Ist eine echt coole Waffe. Hier. Die Shotgun, aber die hat einen Automodus. Ich habe noch vergessen, wie man ihn aktiviert. Y, C, V. Ja. Okay. Ah, B. Ne? Ja, die ist sehr cool. Dann werden wir uns mal irgendwann angucken. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle. Über 2 Stunden. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.